willkommen auf Susis Cooking Kanal. Heute gibt es eine Grillsoße, Soße zu Fleisch, Soße zu Reis, Soße in eine Bowl. Egal wohin, mir wurde das Rezept von der lieben Gisela empfohlen und auch zugesendet. Und die Gisela sagt, sie haben das Rezept schon jahrelang und sie macht es immer zum Grillen und eigentlich steht es immer zu Hause im Kühlschrank, weil einfach alles damit aufgepeppt werden kann, ob es ein Reisgericht ist, ob es einfach ein Hähnchen ist oder in eine Nudelsoße rein. Und das hört sich wirklich richtig gut an und da ist auch nur Zeug drin, was uns auch schmeckt. Und darum gibt es jetzt diese Woche schon wieder ein Dip oder ein Relish oder eine Soße. Aber ich glaube, von denen kann man nicht genug haben, von den Rezepten. Ich lese euch mal vor, was wir dafür brauchen. Gisela hat das für sich ein bisschen umgeschrieben. Das ist eigentlich nämlich kein Thermomix-Rezept. Und ich lese euch mal vor. 4 bis 5 Chilischoten. Das macht ihr natürlich nach eurem Geschmack und auch wie scharf eure Chili ist. 6 rote Paprika in großen Stücken. 10 Knoblauchzehen. 300 Gramm Zucker, den habe ich jetzt allerdings auf 250 reduziert. Ich glaube, das reicht immer noch. 200 Milliliter Essig, 2 Äpfel, eine Dose Ananas mit dem Saft, 3 Esslöffel Mehl, etwas Salz, Curry, Pfeffer und wer möchte, auch gerne etwas Maggi. Los geht's jetzt eigentlich schon fast mit allem. Das wird nämlich jetzt erstmal zerkleinert und eingekocht. Hier habe ich meine 6 Paprika, die habe ich natürlich gewaschen und in so grobe Stücke geschnitten. Genauso wie meine Äpfel. Die kommen jetzt mal im Mixtopf. Ich hoffe, das passt auch alles rein auf einmal. Oha! Ich würde sagen, ich zerkleine da erstmal einen Teil davon und gebe dann danach rein. Ich zerkleine das jetzt erstmal auf Stufe 6, so grob. Nur 3 Sekunden, einfach damit ich wieder was reinschmeißen kann. Schaut es schon besser aus. Und bis auf die Gewürze, bis auf das Mehl, Salz, Pfeffer und Curry kommt nämlich jetzt auch alles dazu. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich 200 oder 250? Ich muss jetzt direkt mal schauen. 200. Also ich habe jetzt mal anstatt 300 Gramm 200 Gramm Zucker. Die Knoblauchzehen. Dann die Chilischoten. Ich habe mich jetzt mal für 2 so kleine Chili entschieden. Nachschärfen kann man immer noch. Dann kommen die 200 Milliliter Essig dazu. Und eine komplette kleine Dose ist es, also eine normale Dose mit Abtropfgewicht 340 Gramm, Füllmenge 560. Also die kommt auch komplett hier rein und somit hat auch der Mixtopf sein Volumen erreicht. Nichtsdestotrotz zerkleinere ich jetzt erst nochmal auf Stufe 6 auch die anderen Sachen langsam ablaufen. Ich püriere das danach eh nochmal durch, aber ich habe es jetzt trotz allem schon mal zerkleinert. Ihr seht es, so schaut es jetzt aus. Wenn ihr jetzt keinen Wufu habt, dann setzt ihr oben das Garkörbchen auf, damit jetzt die restliche Flüssigkeit nämlich schön rauskommt. Und jetzt wird das Ganze 40 Minuten bei 100 Grad Stufe, jetzt nehmen wir Stufe 1, Stufe 1,5 einreduziert lassen, dass die Flüssigkeit jetzt ein bisschen verdampft. Ich mache jetzt 45 Minuten, 100 Grad, bis der die 100 Grad erreicht hat, sind auch 5 Minuten vorbei. Und die
Stufe 2 habe ich jetzt. Und nach den 45 Minuten schauen wir es uns einmal an und geben den Rest dann weiter dazu. Die Kochzeit ist jetzt gleich vorbei und hier habe ich mir jetzt 3 Esslöffel Mehl mit Wasser, einen halben Teelöffel Curry, einen halben Teelöffel Salz und einen halben Teelöffel Pfeffer verrührt. Und das werden wir nämlich jetzt dann brauchen, um die Soße etwas anzudicken. Wer möchte, kann da jetzt auch noch gerne Maggi reinmachen. Gisela sagt, Maggi rundet das wirklich nochmal ab. Aber ich weiß ja, es gibt die Maggi-Liebhaber, die einen lieben es und die anderen hassen es. Dazwischen gibt es nichts. Also macht es bitte, wie ihr das möchtet. Und bevor ich das Mehlgemisch jetzt reinmache zum Andicken, werde ich mir das aber alles nochmal pürieren. Ich habe übrigens die Soße runtergeschalten auf 98 Grad, 95 Grad, zwischen 95 mal 98, weil auf 100 wäre es mir übergekocht und auch oben rausgekocht. Jetzt werde ich eben das Ganze pürieren, langsam aufsteigend hochschalten. Wirklich seid vorsichtig, der Topf ist voll. Langsam hochdrehen. Also wirklich, ich habe jetzt nur kurz mal bis Stufe 8 und das reicht auch, weil da habe ich ja echt Angst, dass mein Deckel abhebt. Aber ich denke, das reicht auch. Ich schaue jetzt mal rein. Und dann schalten wir nämlich nochmal an und lassen, während das weiter köchelt und läuft, oben das Mehlgemisch rein. Ja, perfekt. So darf das schon noch sein. Ich habe jetzt hier, schalte ich mir jetzt den Mixtopf 3 Minuten. 98 Grad, das kocht innen drin und da gebe ich jetzt das Mehl, erstmal die Hälfte dazu. Falls es mir nicht reicht, gebe ich nochmal nach, bevor es zu viel ist. Schalte jetzt auch mal kurz auf Stufe 3, damit sich das gut verbindet. Und lasse es jetzt erstmal noch so 2 Minuten 50 ein bisschen einköcheln und dann schaue ich mal, ob mir die Konsistenz reicht. Also ich habe jetzt hier wirklich auch noch gut was übrig, aber zu dick soll es ja auch nicht sein. Ich habe jetzt die ganzen 3 Esslöffel Mehl hinzugegeben, habe hier jetzt schon meine sterilen Gläser. Also ich empfehle euch auch immer, auch bei mir kommen die Gläser, wenn sie leer sind, in Geschirrspüler, aber ich trotzdem koche ich sie nochmal richtig aus, gebe heißes Wasser, richtig kochendes Wasser hinein, damit sie einfach sauber sind. Und genauso natürlich auch die Deckel. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen was rausgeholt, um zu probieren. Beziehungsweise ich habe es schon mal kurz probiert. Also bei mir reichen die 2 Chilis gerade so aus, dass ich es gut essen kann. Also ich hatte sehr scharfe, aber ich sage euch, das schmeckt so gut. Wie Gisela schon sagt, in Reisgerichte, zu Fleisch, zu Hähnchen, zu Nudelsoßen, das Fruchtige von der Ananas kommt so gut durch und auch die leichte Schärfe dann, also leichte Schärfe, haha, mega. Ein super Rezept. Ihr seht, es ist da nicht so viel eingekocht. Das werde ich jetzt nicht schütten, das werde ich jetzt echt mit dem Schöpflöffel rausholen. Oh, toll. Oh, ist das schön. Das ist so viel, ich glaube fast, ich brauche da noch ein paar Gläser. Klasse. Super schönes Mitbringsel auch, wenn man zum Grill geht und eingeladen ist. Tolle Farbe. Oh, gefällt mir richtig gut. Ich fülle das jetzt mal um und dann zeige ich euch noch, wie viele Gläser ich rausgebracht habe. Also die 2-Liter-Marke ist überschritten fast. Also ihr wisst ja dann selber, wie groß eure Gläser sind und wie viel ihr braucht.
Die leckere Soße ist umgefüllt und ich zeige es euch mal. Hier stehen sie, 6 Gläser, und hier habe ich noch eine gleich herauslassen. Ja, liebe Gisela, ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das Rezept. Und ich freue mich echt schon, auch wenn wir Gäste haben oder wenn wir zum Grillen gehen. Die waren von der letzten Soße schon so viel begeistert, die ich euch auch gezeigt habe. Die rote Grillsoße, die war wirklich auch super lecker. Und erinnert mich total an die Sweet Chili Soße, die es beim Chinesen immer gibt. Also so die asiatische süß-saure Chili Soße. Tolles Rezept, schnell gemacht, keinerlei Umstände, Aufwände. Ja, danke Gisela, und vielleicht habt ihr auch Lust, macht es nach. Die hält euch ewig, die hält wie Marmelade. Die zieht jetzt dann Vakuum und dann könnt ihr die wirklich super lange aufheben. Und ich glaube echt sehr vielseitig nutzen. Nicht nur für Fleisch, sondern wirklich auch in Bowls oder in Soßen oder zu Nudeln oder zu Reis. Aber freue ich mich total drauf. Ich sage Servus und für euch, bedanke mich fürs Zuschauen und ja, bis bald.